Hallo liebe Schachfreunde, heute möchte ich euch zeigen, wie sicher die Seite der Schacharena ist. Da haben so Hacker und so haben keine Chance. Ich zeige euch das gleich mal. So, als erstes muss man hier den Usernamen eingeben. Das ist jetzt noch nicht so schwierig. Aber jetzt kommt's. Jetzt muss man hier ein Passwort eingeben. Und das ist achtstellig. Muss man sich mal vorstellen. Acht Stellen. Kann ich mir überhaupt nicht merken, ja, ist also eine tolle Idee und ich habe deshalb hier so einen Zettel. So, und da sieht man also, ich habe natürlich nicht, falls ein Dieb kommt, gleich das Passwort hier aufgeschrieben. Gehen wir also jetzt mal und gucken mal unter der Couch. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, hier irgendwo, ist das dreckig hier, mein lieber Mann. Da ganz hinten, da habe ich es jetzt gefunden, ja, und so, also, in der Küchenschublade geht es weiter. Dann gucken wir mal, hier liegt eine Gabel falsch. Mann, wo ist denn das jetzt hier, hier muss es doch sein, der Zettel. Da habe ich ihn gefunden. Hier ist der Zettel. Ja, prima. Dann gucken wir mal. Ach ja, ich erinnere mich. So, gucken wir mal. Ja, genau. Hier ist das Passwort, ja. Ach, gut, dass du gerade kommst. Ich habe hier schon mal ausgeräumt. Da war alles durcheinander. Du kannst nachher schnell einräumen. Ja, mach's nachher. Gut, und wir gehen jetzt mal an den Computer und dann können wir unser Passwort eingeben. So, jetzt kann ich es eingeben. Die ersten drei Zahlen kann ich mir immer merken, aber danach ist es ein bisschen schwieriger. Der und der nochmal. Ja, das ist richtig, ja. Dann einmal Enter. Und jetzt bin ich auf meiner Seite. Hier, Abquark, sieht man, ja, das hat alles wunderbar geklappt. Das ist sehr sicher. Und jetzt freue ich mich auf die nächsten Partien und auf die nächsten Videos. Es grüßt euch, Abquark.